WDR 2. Stichtag. Fitzcarraldo. Das ist der Film, der Werner Herzogs Weltruhm begründet. Wissen Sie, ich habe einen Traum. Die große Oper im Dschungel. Und Fitzcarraldo wird sie bauen. Und Caruso wird in der Premiere singen. Das Werk wird 1982 ein Meilenstein der Filmgeschichte. Ich weiß, wir bauen einen Eisenbahntunnel durch diesen Berg, oder? Nein. Wir schleppen das ganze Schiff über den Berg. Ja, das gefällt mir. Da mache ich mit. Und dann aber tatsächlich vor laufender Kamera ein Schiff über einen Berg zu ziehen, um zu zeigen, wie anstrengend das ist. Der hat das ja inszeniert wie einen Dokumentarfilm. Das muss man sich erst mal trauen. Sagt der Kölner Filmkritiker Uwe Mies. Der Regisseur Werner Herzog traut sich das und noch mehr. Er engagiert Einheimische, um an dem Film mitzuwirken, und zum vierten Mal wählt er Klaus Kinski als Hauptdarsteller. Am Set kracht es. Hier ist alles scheißegal. Hier sind auch die Leute immer scheißegal gewesen. Verstehst du? Na mach doch deinen Scheiß! Berichte von der angespannten Atmosphäre bei den Dreharbeiten machen die Runde in Deutschland. Mehrfach droht das Projekt zu scheitern. Am Schluss der Dreharbeiten, gegen Schluss, boten mir die Indianer an, dass sie den Kinski ermorden würden für mich. Sie sagten, sollen wir ihn töten für dich? Und ich sagte, nein, um Gottes Willen, ich brauche ihn hier noch zum Drehen. Lasst ihn mir. Am Ende drehen die beiden nur noch einen gemeinsamen Film, den gefloppten Cobra Verde. Für Filmkritiker Mies sind Herzog und Kinski füreinander absolut unabdingbar. Das sind beides ausgeprägte Egomane, nur ist der eine derjenige, der das Ganze zu Hause im Kämmerlein erst sich ausdenkt und dann hinaus in die Welt geht. Und Kinski ist von vornherein der Extrovertierte, also der Vulkan, der immer kurz vorm Ausbruch ist. Ich finde, das hat doch ganz gut gepasst. Werner Herzog, geboren am 5. September 1942, heute vor 75 Jahren. Ich bin ja in den Bergen aufgewachsen, Sachrang an der Tiroler Grenze. Und das war eine sehr in sich geschlossene, sehr schöne Kindheit, obwohl wir in Armut lebten nach dem Krieg. Aber das ist eher eine Kindheit, die mir eine große Sicherheit gegeben hat. Mit 11 sieht er im Dorfkino seinen ersten Film. Mit 12 zieht er mit seiner Mutter zurück in die Geburtsstadt München. Während des Gymnasiums arbeitet er nachts als Schweißer und träumt davon, selber Filme zu machen. Seine erste Kamera stiehlt er. Kein Verbrechen, wie er später findet, sondern eine Notwendigkeit. Heute unterrichtet er selbst Filmschüler. Als allererstes, weil ich das ankündige, bringe ich den Studenten bei, wie man Sicherheitsschlösser knackt und wie man Dokumente fälscht. Das ist Herzogs Stil. Immer bereit, Grenzen zu überschreiten. Immer bringt er auch sich selbst ein, nicht zuletzt in seinen Dokumentarfilmen. Mit 24 dreht er Lebenszeichen, seinen ersten langen Spielfilm, erhält den Deutschen Filmpreis. Er ist mittendrin im neuen deutschen Film. Es wird von den Filmemachern erwartet, dass die einen komplett anderen Blick auf Wirklichkeit werfen, als das bisher der Fall war. Herzog liefert, schafft Meisterwerke wie Aguirre, Der Zorn Gottes, Nosferatu, Wojciech und Herz aus Glas, indem er seine Hauptdarsteller unter Hypnose agieren lässt. Herzog hat vielleicht das Pech gehabt, zumindest der Regisseur von Spielfilmen, dass er seine großen Erfolge als junger Mann gefeiert hat. Für seine späteren Spielfilme sammelt Herzog schlechte Kritiken, für seine sehr persönlichen Dokumentarfilme viel Lob. Inzwischen inszeniert Herzog auch Opern. Und natürlich nach wie vor sich selbst. Eigentlich bin ich nicht so sehr ein Filmemacher mit großer Mission. Ich bin eigentlich ein Soldat. Ich will ein guter Soldat des Kinos sein.